Moin und willkommen zurück zu Nightingale. Diesmal wollen wir ja eigentlich nach einem Standort suchen, wo wir vernünftig bauen können. Und es ist gerade da. Aber wenn ich das richtig sehe, müssen wir eigentlich erstmal dafür sorgen, dass wir uns ein bisschen erholen. Bauen wir dann erstmal das Ding auf. Ja, da fehlen jetzt Äste. Was ist das? Ich bin müde, genau. Das würde ich hier gerade ändern. Habe ich eigentlich schon Äste eingesammelt? Ja. Besser gesagt. Dadurch auch Stöcke. Was haben wir hier? Das ist der Wasserspinat. Da haben wir zumindest schon mal was zu essen. Jetzt haben wir natürlich wieder zu viel im Inventar. Jetzt zwei weitere Stöcke noch. Das waren zwei. Oh nein, nochmal sechs Stöcke. Die haben die auch mit errechnen müssen. Zwei. Vier. Aber bitte nur Stöcke, keine Gegner. Sechs brauchte ich. Dann wollen wir mal. Also, einmal reicht. Ich werde mich da nie dran gewöhnen. In anderen Spielen, wenn man da zum Beispiel etwas isst, essen will und packt das in die Hand, dann ist das quasi wie beim Angriff. Deswegen habe ich gerade zugeschlagen. Wenn dass man einfach die linke Maustaste dann auch benutzt. In diesem Spiel ist das nicht so. So, wir haben da drüben das Portal. Macht eigentlich auch Sinn, irgendwo da drüben zu bauen, oder? Ich weiß es nicht. Ich guck mal an, wie das mit dem Schiff da hinten aussieht. Was das auf sich hat. Vielleicht ist es auch cool, da zu bauen. Der Messer nervt ein bisschen, aber. Ja, ich habe mir halt den Sumpf ausgesucht, ne? Mal eben weiter. Ja, shit. Das wollte ich vermeiden, dass ich krank werde.
Hat sogar ordentlich Lebenspunkte gekostet. Bitte sag nicht, dass das Schiff schwebt. Brauch kein schwebendes Schiff, bitte. Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Nein, da gehe ich jetzt noch nicht hoch. Das wird keinen Sinn machen. Wo bin ich jetzt? Hier. Ja, das war der Weg, den ich gelaufen bin. Okay. Das heißt doch aber, also es sah jetzt aus, als wenn hier eine relativ große Fläche ist. Aber will ich hier bauen? Nö. Ja, tut mir leid, Leute, das dauert ein bisschen. Also, ich will ja nicht sagen, dass es eine endgültige Entscheidung ist, aber da, wo man jetzt anfängt, da will man ja in der Regel auch eine Weile bleiben. Ich bin irgendwie wieder bei einem anderen Spiel daran gewöhnt, man einfach die Tab-Taste drückt, um auf die Map zu kommen. Wenn ich die Seite nehmen würde, also da, dann wäre ich ja zumindest zwischen zwei markanten Punkten, wobei ich nicht weiß, wie oft ich diese Punkte benötige. Ne? Also das eine war ja, glaube ich, um eine Realm zu ändern. Das andere ist das Portal. Oh nein, ich fange an zu regnen. Dann mal die Sache. Scheiße. Die sind leider auch aggressiv. Dann folgen die einem. Sieht nicht so aus. So, wo bin ich hier? Okay. Da ist dann wahrscheinlich nicht viel zu machen da oben. Damit sieht es so aus, als wenn da gleich wieder Wasser kommt. Aber ich gehe da mal hoch. Chef, das schwebt doch, oder was? Das wäre maximal vielleicht cool, wenn man das irgendwie ja, umbauen würde und hochbauen würde. Das Schiff da vielleicht in der Base ein bisschen mit drin steht, aber ansonsten ist das doch nicht schön. Oh, da sind schon wieder Kreaturen. In welche Richtung gucke ich? Ja. Müsste aber tatsächlich in diese Richtung gehen, wo die Kreaturen sind. Versuchen wir die mal ein bisschen zum Laufen.
leiten. Was brauche ich eigentlich für das Ding? Steine und Steinblöcke. Okay. Das ist sozusagen der Start an der Base. Also eigentlich dahin. Aber ich glaube, das ist irgendein Begleiter oder so, den man sich hier holen kann. Wir sind auf jeden Fall Händler. So, wer bist du? Was bedeutet das hier? Ach, da oben steht's. Ja, der hat auf jeden Fall sehr, sehr viel im Angebot. Hier haben wir ja schon. Ja, da gibt es auf jeden Fall jede Menge Rezepte. Also soll das hier fertig gebaut werden oder was? Als Aufgabe von ihm. Kann das sein? Möchtest du, dass ich das aufbaue da oben?
Ja, Inventar wieder voll. Hier gibt es auf jeden Fall Rohstoffe, also kann man das ja schnell mal machen. Brauche ich Steine, die habe ich aber nicht mehr. Ich darf das sogar nutzen, das wäre interessant. Auf jeden Fall mal was aus dem Inventar raus. Bringen wir auf jeden Fall mal das, dann ist es vom Gewicht her auch schon wieder okay. Eventuell sogar an ihm was kaufen, weil wir haben 119 dieser Essenzen. Der grundsätzlich recht einfach ist. So, und eigentlich hätte ich tatsächlich gerne diese anderen Sachen hier, aber schauen wir mal. Bauen wir mal erstmal fertig. Brauchen wir jetzt allerdings Stein. Aber wenn ich mich recht entsinne, brauchen wir das auch für uns selber. Das hier müssten genau die Steinblöcke sein. Alles, was da rauskommt. Sechs davon. Da brauche ich auf jeden Fall mehr. Halt von diesen, ne? Ist ein bisschen ärgerlich, dass ich so überladen bin. Also jetzt, wenn ich nachher anfangen möchte zu bauen, dann wird das ein Problem. Ich kann natürlich das hier wegschmeißen, die sind auch jeweils ein Kilo schwer. Echt nicht viel tragen, das ist ja Wahnsinn. Da kam, glaube ich, einer weg und davon bräuchten wir jetzt eigentlich noch ein paar mehr. Das heißt, wir wären weiterhin hoffnungslos überladen. Schade drum. Aber das muss weg.
keine Steinbrocken. Ich brauche diese da. 4, 8. Müsste jetzt reichen. Habe ich 33. Wenn ich den Bau starten möchte, brauche ich 20, glaube ich, davon. Und hier brauche ich, glaube ich, 8. Kann das sein? 6 oder 8. Boah, habe ich jetzt echt so einen Schaden gekriegt von diesem blöden Baum. So viel. Junge, was machst du denn? Gehen wir mal hier hoch. So, irgendjemand freut sich. Geht, dafür habe ich Essenzen bekommen. Ist was? Ja. Recruitable. Dann nehmen wir den noch mit, oder? Ja, der hat auch einiges an Holz dabei. Nutzt er dieselben Sachen wie ich? Ich sehe hier natürlich Rüstung und Co., aber ich sehe jetzt keine Waffen oder ähnliches. Nee, komm, lassen wir. Mal kurz gucken. Das Smelter sollte eigentlich wichtig sein, gehe ich zumindest von aus. Ja, keine Ahnung, was das ist. Nehme ich einfach mal. So. Wo ist denn Frank? Nee, nicht Frank. Doch, Frank. Nee, Willis. Willis heißt er. Der sammelt ja fleißig für mich, aber ich möchte, glaube ich, jetzt tatsächlich mal so in die Richtung gehen, wo ich auch bauen möchte. Das ist ja, eigentlich ist das ja hier, ne? So in dem Bereich. Das heißt da lang. Da kommt wohl das automatisch mit oder muss ich da irgendwas machen? Ah, da ist er. Gut. Dann gehen wir mal. Und unterwegs sammeln wir mal ein paar Stöcke. Beziehungsweise kann ich ihn. Ja, bleib hier, bleib hier! Ich würde gerne mit dir reden. Sowas? Nee, ne? Ja gut, das soll ja auch für mich sammeln, das passt schon. Danke, Suppe.
Ja, ein Gerippe mit Fell überzogen. Komm, wir haben Holz genug. Aber weiß ich nicht, ne? Also ich habe keine Ahnung, wie teuer die Sachen da sind. Ich würde sagen, hier ist irgendwas Böses im Busch. Was geworfen. Oh Gott. Ich habe da noch eine Q. Powder. Nee, was macht die Hippos? Jetzt gehen wir mal da hoch. Ah, ich hab's befürchtet, dass der hinterher kommt. Ein Puzzle Core. Hier irgendwo Puzzle-Gegenstände. Da ist eine Truhe. Nehmen wir mal, was da drin ist. Können diese Viecher Willis töten? Das Viech ist so hochgeschleudert, ja. Ah, da kommt schon wieder was. Nein. Will ich nicht. So, komm. Wir gehen. Also machen wir ein anderes Mal. Transmuter. Haben wir wieder so ein Puzzle.
So. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier oben. Vorne ist eine leichte Anhöhe. Vielleicht bauen wir dann einfach da. Ist auch langsam dunkel. Weiß ich noch nicht, ob mir das gefällt. Hier gibt es auf jeden Fall ein paar Rohstoffe, die ich. Oh Gott. Die ich noch nicht abbauen kann. Na komm, mach den mal fertig. Der wird doch nicht angegriffen irgendwie. Aber doch. Ah doch, der kriegt Schaden. Alles klar. Aber das war nicht viel. Ja, guck mal, hier ist doch eine schöne Anhöhe. Kann man weit gucken. Schön ist das hier nicht. Braucht man sich's vormachen. Ich finde nirgends einen schönen Platz, von daher. Wir wollen uns jetzt zumindest mal angucken, wie das funktioniert. Und dafür bauen wir jetzt einfach mal dieses Ding, wenn man das lässt. Your tenacity overrules the gusts of fate, and this Fae you have pleased. Settled here, you'll soon wish to venture farther. The unending lure humankind so often succumbs to. Fortunately, both are close at hand. And here is the knowledge that Robin's friendship affords. Across this realm lie sites of power. There are many sites, each granting access to ever more distant spheres. Nearest, though, the Antiquarian. For you must first gain entry. Passing through a seal forged by those last children of Earth, who claimed reverence for our infinite wisdom. They, more than most, knew the gravity of a contract. Their gates bar access to those unworthy, but I see that strange hopefuls once within. Delve ever deeper toward the pedestal. Upon it lies the means to craft the card. Hurry now, fleshling, and prepare. The infinite awaits. Good. Hat Willis gerade gekämpft? Habe ich das richtig gehört? Nee. Okay. Ist alles gut. Aber macht schon mal die ganzen Bäume weg, die im Weg sind. Das ist natürlich gut. Mhm.
Gut, da scheint mein Home zu sein. Jetzt ist die Frage, was brauche ich, wenn ich bauen möchte? Ich mache das mal alles hier zu. Storage, ganz wichtig. Fieber, okay. Betreiber. Das ist ja alles teuer. Mal eben. Kann ich immer nur zugucken. Noch mehr als einer. Natürlich unangenehm. Das müsste sie gewesen sein. Nochmal zurück zum Bild. Estate brauche ich nicht. Storage brauche ich. Crafting wahrscheinlich auch. So, was haben wir hier? Foundation und Foundation. Das ist Sache mit Stone Blöcken. Ja, ist doch gut. Dann kann man schon mal das mit der Höhe bestimmt. Rechte Maustaste kann. Quatsch. Ich kann ja nicht drehen und die Höhe bestimmen, jeweils mit derselben Sache. Also mit dem Mausrad, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber auch doch und oh, das ist doch gut. Höhe bestimmen, Mausrad. Stimmt nicht. Wir setzen das Ding jetzt dahin. Das bauen wir einfach an. Da. Okay, wenigstens kann man es auch vernünftig quasi in die Welt einbauen. Nur sehen kann ich leider nichts. Da jetzt wieder nicht weiter. Auf jeden Fall Gegner. Okay, das sieht strange aus. Ich könnte mal. Okay, Challenge complete.
Vielleicht ist doch was, die umzunieten. Ah, wieso kommen da noch mehr? Ist das so ein Nachtding in dem Game oder was? Darauf vorbereiten, wenn ich angegriffen werde, oder liegt das an dem Ort, wo wir uns gerade befinden? Das fühlt sich irgendwie nicht gut an in dem Spiel. Das geht alles nicht. Aber habe ich da jetzt auch gerade irgendwie eine Erfahrung für bekommen? Ah ja, okay. Da gibt es Essenzen für. Building, da ist glaube ich nichts fertig. Auch nicht. Combat. Nichts fertig. Encounter ist nichts fertig. Fisch habe ich sowieso nicht. Sammeln ist auch nichts. Okay, dann gibt es ja doch ein paar Sachen, die man zumindest einsammeln kann. So, Stein. Ich hätte gerne Stein. Jetzt tatsächlich ein paar Steine.
nehmen alle mit. Hoffe jetzt einfach, dass da keine Gegner kommen. Ich überladen bin. Das ist doch schon. Ist eingebildet, dass hier noch mehr ist. So, die ersten wurden auf jeden Fall schon mal fertig gebaut. Kann ich jetzt zumindest überlegen, ob ich da schon mal so ein Ding platziere. Storage. Dann kann da ja zumindest schon mal ein bisschen was rein, ne? Also von dem ganzen Zeug, was ich einfach nicht brauche. Ich würde sagen, da fehlt einfach ein Bild für, ne? Alles Sachen, die können da einfach schon mal rüber. So, und dann müssen wir, glaube ich, was essen. Fällt das da alles runter? Ich würde aber tatsächlich sagen, damit man zumindest mal so ein bisschen zum Bauen kommt, würde ich nur den Boden erstmal aus Stein machen und die Wände vielleicht dann aus Holz. Ah, da spawnen gerade ein paar Gegner. Das mit dem
Im Steinfarmen, das dauert ja ewig. Hier ist schon wieder überladen. Wenn die Gegner jetzt kommen sollten, Willis, dann musst du das erstmal übernehmen. Wie viel brauchen wir noch? 18. Weitere Steine. Nur für den Boden erstmal. Keine Steine gespawnt beim Zerschlagen. Das ist ja ärgerlich. Läuft da? Läuft da überhaupt was? Eingebildet. Nur der eine? Nee. Da ist noch einer angerannt. Ja, zum Glück hat Willis scheinbar unendlich Stamina. Weil der kann ja ewig zuschlagen. Aber immer noch leicht zu sehen. Da kann man immer noch Apprentice Bounce Layer da stehen. Merkwürdig. Dass das nicht weggeht. Sozusagen eingebrannt. Oh, respawn der Stein. Habe ich jetzt 6, oh mein Gott. 6 von 18. Hier habe ich scheinbar Glück. Ja,
eben einen zu wenig aufgenommen? Oder kam da einer zu wenig raus? Nein, ich habe 18. Das passt eigentlich. Und ich habe schon wieder Hunger. Muss ich da oben hin, oder? Ja, ne? Ich weiß auch noch nicht, ob mir das gefällt, dieses Leuchten da drumherum. So, alles hinzugefügt. Dann machen wir mal weiter, aber ich brauche jetzt erstmal... Das? Nee. Da. Eine simple Kochstation brauche ich erstmal. Mache ich mal hier neben. Was will er denn von mir? Ich will jetzt nicht. Habe ich nur 3 Lebenspunkte. Was soll das? 2. Kommt das schon durch den Hunger oder was? Nämlich da, wo man dran gewöhnen werde. How far you've come, and yet how little you possess. Is it an ascetic purity that keeps thee bound to such homely presentation? No. It seems more apt that thou merely across these wilds. Your kind have proliferated with haste, industrious and more than willing to avail amidst your ever-growing need. Indulge their hunger for essence, and they will indulge your want for new and novel constructions. Das wird das nächste Problem sein. Jetzt gehen wir erstmal da. Dann brauche ich tatsächlich
in die Stücke zurück. Macht ein Long Rest. Jetzt ist wieder Tag. Das sind Stöcke. Aber Stein ist so übel. Ich bin mal gespannt, ob ich das zu nah... Und es geht. So, wo mache ich die Tür? Die finde ich eigentlich doof. Die einfach mal da hin. Entscheide ich mich erstmal für die Fensterpositionen. Dann würde ich sagen, mache ich hier nochmal eine zweite Tür rein für später. Ich werde das Ganze ja bestimmt nochmal größer bauen. Und die Fenster würde ich dann gegebenenfalls später irgendwann mal austauschen gegen normale Wände. So. Das heißt, wie viele Steine brauche ich hier? 53. Wirklich die Frage, ob das hier alles respawnt. Was ich nochmal gucken könnte, ist, wenn ich zum einen entweder bei dem Händler ein neues Werkzeug kaufe, also besseres, oder ob ich hier eventuell auch selber was herstellen kann, ne? Ganz schön klein. Kann ich nicht auf sein Holz zugreifen? Dann kommen wir hier. Oder baut er das fertig? Warte, baut es fertig, oder? Ja. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, ein vernünftiges Zuhause zu bauen bei diesem Spiel. Also man kriegt halt einen Bonus. Je besser das alles gebaut wurde, also je schöner, je besser ausgestattet. Ob es geschlossen oder offen ist, ist auch wichtig. Sind das jetzt wenigstens bessere? Ja, ne? Ja, sind definitiv bessere. Weil ich brauche Stein, Holz und Straps. Ja, das Ding würde ich gerne bauen.
Also ich brauche die zwei Straps, ich brauche ein Holzbundle, habe ich. Ich brauche einen Steinblock. Einen einzigen. Naja, gerne auch zwei, aber ich habe jetzt auch nicht genügend Straps für zwei. Ich einsammle, ne? Die Kerzen? Nein. Das ist zerstören. Keine Lebenspunkte. Er macht weiter in Holz. Und da ist ein Stein. Nein! Wer hat das gebaut? Hat er das gebaut? Aber dann sammelt er auch die Rohstoffe dafür, ne? Das wäre natürlich gut. Das sind jetzt hoffentlich nicht meine. Das ist gut. Ist mir jetzt gerade was Blödes passiert. Ja. Ich habe das Holz, den Stein eingesetzt. Shit. Naja, gut. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen sammeln, baue das Ganze einmal ein bisschen auf. Und dann schauen wir den nochmal weiter.
Das ist der Ort, wo wir tatsächlich dann die Welt ein bisschen verändern können. Da haben wir ja zum Beispiel diese Settler-Card. Die müsste eigentlich das Bauen etwas vereinfachen. Was ich nicht weiß, es können mehrere Sachen gleichzeitig einen Effekt haben. Ich löse das jetzt erstmal aus. Na ja, gut, schauen wir mal. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das wirklich was gebracht hat. Was ist das für ein Ort? Etwas machen? Nö. Ist hier jetzt auf der Karte verzeichnet? Ja. Das, nee, das bin ich. Na gut. Komm ich hier also hoch. Alter! Also ich bin gerade auf dem Weg zu diesem Händler. Naja, es liegt kaum was, aber das hier. Dann kann tatsächlich das nochmal komplett weg. Das ist am leichtesten zu kriegen. Oh, komme ich da nicht hoch. Machen wir das Viech da vielleicht auch platt. Jetzt getroffen bist? Weiß ich nicht. Okay, die bekämpfen sich gegenseitig. Noch ein Viech. Ja. Nicht nur eins. Aber die bekämpfen sich auch schon wieder gegenseitig, also.
Okay, weiter geht's. Was kann denn noch weg? Das wiegt ja eigentlich alles nix. Ja, seid ihr waren die. So, Frank. Die habe ich ja schon. So, bin ich schon wieder überladen? Nö. Das hat tatsächlich einen ganzen Stein gebracht. Das Kaufen für 10 Essenzen. Ich hab gedacht, das bringt 6 oder so, weil da eine 6 stand. Aber das kann auch sein, dass es eben von meinem Level abhängig ist und das mein Item-Level ist ja 6. Ich habe einen übersehen. Mindestens, aber da liegt jetzt nichts mehr. Hat er vielleicht eingesammelt. Hast du oder hast du nicht? Ja. Hat er. Hada. So, jetzt bin ich mal wieder überladen. Hier viel Stein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das eventuell daran eben liegt, dass wir die Siedlerkarte gespielt haben. Oder ob das in einem Ort hier liegt, weil wenn es an einem Ort liegt, hätte ich hier bauen sollen. Das ist ein wahres Steineparadies. Ich habe ganz vergessen, wie viele musste ich haben? 58 oder so, ne? Yeah.
Also 41 ja schon mal gar nicht so schlecht, aber ich werde scheinbar immer langsamer. Da oben ist aber noch Stein. Da wollte ich gleich mal gucken. Ich habe eingangs gesehen, als wir auf die Map gekommen sind, dass es die Möglichkeit gab, sich zu teleportieren an bestimmte Orte. Dann will ich gleich mal sehen, ob es auch möglich ist, sich nach Hause zu teleportieren. Das wäre natürlich gigantisch mit all dem Gestein. Und in der Geschwindigkeit möchte ich nicht zurückgehen. Ja, das ist ja... Nee, das geht nicht. Aber hier ist unglaublich viel Stein. Aber das baut er nicht ab, ne? Er baut immer nur Holz ab. Schade. Aber was ich vielleicht machen könnte, wenn das mit dem Teleportieren nicht funktioniert, dann könnte ich ihm vielleicht die ganzen Sachen ins Inventar packen. Also sein Holz rausschmeißen, weil das Holz, ja, das kriegen wir super schnell da, wo wir bauen. Ja, überall sieht man ja die ganzen Bäume. Und dass ich ihm dann vielleicht lieber die Steine ins Inventar packe. Oder ich klaue ihm einfach mal den Rucksack. Weil der nimmt ja immer noch Scheiße mit, die wir nicht brauchen. So, diese beiden Haufen noch und dann ist gut. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal mehr, als ich eigentlich wollte. So, dann gucke ich mal. Da. Das geht nicht. Hier oben hatte ich irgendwie so eine Möglichkeit. Okay, das gibt... Ah, doch, hier. Ja, guck mal an. Hat doch Steine dabei gehabt, ja, aber nicht so viele, denn das habe ich dabei. Jo. Nett. Noch gar nicht mal so hässlich, ne? So, dann bräuchte ich eigentlich das hier. Hätte ich vorhin schon bauen können, warum habe ich es nicht gemacht? Habe ich sie eingesammelt? Ja. Okay, damit kann man also auch klettern. Fehlt nur noch das Holzbundle, aber davon ganz ehrlich. Ah, sind doch keine da. Das eigentlich, um das wegzuhauen, ja, ne?
Aber ich treffe es nicht. Die Frage, ob das überhaupt nochmal Holz bringt. Oh, Wahnsinn. Jetzt machen wir es anders. Wir sammeln einfach sein Holz ein und dann ist gut. Ja, shit, ich kann gar nicht springen. Weil ich überladen bin. Das heißt, ich komme gar nicht rein. Noch zwei davon. Eigentlich müsste ich ja... Das ist ein bisschen Quatsch. Oh, Leute. Ist das verbuggt oder was? Ja. Nochmal. So ist richtig. Jetzt komm her. Da ist sie. Sie ist bei mir equipped, ja. Guck mal, da ist eine. Die habe ich halt gerade eben nicht gesehen. Oh, er kann ruhig beides haben, ne? Ja gut, das passt alles noch nicht so mal zu 100%. Aber es ist halt auch noch Early Access, ne? Das darf man nicht vergessen. Selbst wenn da auch mal ein Bug auftaucht oder so. Das gehört dann dazu. Aber das sieht schon ein bisschen seltsam aus.
Jetzt bin ich wieder sehr, sehr langsam. Aber vielleicht kann ich mich ja auch rein teleportieren. Dafür brauche ich 40. Jetzt bleibt auf jeden Fall bei 3 Steinen. Das hat sich dadurch jetzt nicht verbessert. Das ist auch 40. Das geht zumindest sehr, sehr schnell. Nee. Mach was anderes. Ich habe da drüben ja schon einen Smelter. Beziehungsweise, wie heißt das Ding? War sehr klein. Doch, es ist ein Smelter. Wie nutze ich den denn? Ja, guck mal. Bin ich zwar immer noch überladen, aber es ist nicht mehr so schlimm. Also eine bessere Tür als diese? Nee, ne? Dann setzen wir da mal eine ein und da. Was brauchen wir dafür? Haben wir das? Ja, da haben wir es. Da haben wir es nicht. Es fehlen 2 Holz. Liegen hier zufällig 2 Holz? Hat auch so oft Holz. Ja, mach weiter. Komm. Reicht das ja auch hier. Ja, wie lange muss ich denn da anprügeln? Jetzt habe ich ein Holz.
Quartz, ne? Ach, probieren wir gar nicht erst. Das hier haben wir, glaube ich, schon. Hin. Wie kann der denn daneben schlagen? Teilweise auch ohne, dass man sich bewegt, man steht trotzdem daneben. Sind tatsächlich so einige Sachen, die nicht wirklich schön sind. So, jetzt hat er wahrscheinlich da reingepackt. Nochmal hier. Auch die Axt nochmal verbessern. Ganz bald. Das heißt, ich würde mir die Axt auf jeden Fall auf die 4 packen. Und würde die alte Axt dann quasi verwerten. So, und Willis, wenn der mal kurz reinkommen würde. Der ist auch so sofort auf, sofort zu. Es gibt keine Animation dafür. Da fehlt entsprechend noch was. So, komm mal her. Gib mir mal deine Axt. Und dafür kriegst du die. Dann können wir die eigentlich auch einmal extrahieren. Dann brauchen wir auch tatsächlich schon wieder was zu essen. Und schönes. Ich glaube, das Ding hier kann man einfach mal komplett dicht bauen, oder? Weil es wird ja eh noch mal angebaut. Und dann würde ich die Treppe nach oben auch woanders hin hinbauen und jetzt einfach hiermit einfach mal zumachen. Also vielleicht erfordert es ja tatsächlich ein richtiges Dach. Ich hoffe es nicht. Wie viel Stein fehlt jetzt noch? Okay. Ist aber auch dunkel hier drin, ne? Das. Ist das Essen fertig? Ja. Dann das mal aus. Ja, ich hab's schon wieder getan.
Mache ich das da oben noch fertig, würde ich sagen. Beziehungsweise ich gucke einmal ganz kurz, nicht beim Guide, beim Challenges. Da hat es jetzt ja beim Bauen etwas gegeben. Noch mal ein bisschen Stein. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das auch nicht. Ich habe auf Lulles eingeschlagen. Es tut mir leid. Halt auch auf einmal einfach im Weg. Ne? Also, warum stellt er sich da hin? Leider keinen Stein zwischen. Oh. Drei Gegnerviecher. Stein, bitte. Ja, an der anderen Stelle liegt so viel. Wir haben ja jetzt extra auch schon weiter oben gebaut. Theoretisch wäre es ja auch da möglich gewesen, am Hang und so weiter. Dass da eben auch Stein liegt, ne? Also es gibt alle anderen möglichen Rohstoffe, die liegen da rum, aber Stein. Wenn wir einmal kurz gegen die kämpfen müssen. Der erste weg. Noch einer. Ja.
gibt's doch nicht, dass der immer noch lebt. Gut. Das wird jetzt noch Zeit. So, wir teleportieren uns nochmal rein. Macht's natürlich einfach. Ob ich es gut finde, es ist natürlich unrealistisch, aber ganz ehrlich, was ist in diesem Spiel realistisch? Nicht viel jedenfalls. So, jetzt ist das Ding zumindest schon mal zu. Und dann können wir nochmal gucken, ob wir Licht reinkriegen. Ja, zumindest hier die Kerzen. Können wir beispielsweise hier eine raufstellen. Vielleicht auch hier neben eine. Ich habe doch hier irgendwo, das zählt dann wohl nicht als Inventory. Da habe ich doch die Dinger. Zumindest schon mal das Glas machen. Aber die Kerzen. Die bringen jetzt nicht so viel Licht, ne? Na gut. Das Ding hier ist jetzt erstmal zu. Sehe ich überhaupt irgendwo ein da. Komfortbonus. Ist auf jeden Fall erschaltet. Ja. Relaxed. Keine Ahnung. Gut, ich würde sagen, das reicht für heute. Die Welt da draußen gefällt mir tatsächlich nicht so richtig zu 100%, aber das Bauen an sich und so, das triggert mich schon so ein bisschen immer bei solchen Spielen. Das sieht ja letzten Endes eigentlich ganz gut aus, ne? Also auch. Also selbst wenn diese Kerzen beispielsweise nicht so viel bringen, das sieht trotzdem irgendwie nett aus. Die Steinwände sehen nett aus. Das mit dem Licht ist eigentlich auch ganz gut gemacht. Also auch, ne? Hier gibt es ein paar kleine Spalten. Da geht auch das Licht durch von beiden Seiten. Deswegen sieht das jetzt ein bisschen. Ja, es würde wahrscheinlich schöner aussehen, wenn es nicht von beiden Seiten wäre, aber. Das habe ich nun mal so gebaut. Was wiederum merkwürdig ist, warum Spalt, so viel Licht, Fenster, gar nichts. Also, ja, es kommt Licht rein, es ist hell, oder einigermaßen hell, aber warum gibt es hier so helle Streifen? Warum nicht auch hier auf dem Boden so helle Streifen vom Fenster, also in breit sozusagen, ne? Aber, weiß nicht, vielleicht irre ich mich ja auch, oder auch nach oben hin. Naja, egal. Wie gesagt, für heute reicht es erstmal. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiterbauen. Irgendwann.
Und bis dahin sage ich, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.